Nächste Folge, Far Cry 3. Wir sind mitten in der Action, wir müssen Lisa retten und haben nur 3 Minuten. Wir müssen Gas geben. Oh nein, das Gebäude schützt gleich ein. Ja. Ich muss auf die Rohre schießen. Ah, das ist mir schon bekannt, Jason. Das hat man doch von Anfang an gesehen. Das Feuer ist überall. Alles, was leuchtet, muss abgeschossen werden. Ganz einfach. Ah, da war sogar ein Minikit. Lisa, ich steh die Tür, ich komme! Zack. Und W drücken. Zack, zack, zack. Das finde ich ist cool gemacht. Renn, 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 renn. Ey, ich war eigentlich schneller. Nicht da lang! Auf keinen Fall da lang! Warum brennt überhaupt gerade das ganze Haus? Mit welcher Begründung? Wow. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Jetzt heul mal nicht rum, Mensch. So schlimm ist das doch gar nicht. Ja, wir haben mal fast 2 Minuten Zeit. Ich bin doch schon da. Ganz ruhig, Lisa, ich komme. Keine Sorge, ich bin da. Oh mein Gott. Und still. Die haben Oliver. Die haben Oliver. Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Na los, Mirna. Ich habe eine Idee. Mir nach, aber sie rennt vor. Okay. Okay. Oh. Huch. Oh nein. Sollte hoch. Das ist der einzige Weg runter. Komm schon. Oh. Oh mein Gott. Au. Au, das dürfen wir getan haben. Ich glaub schon. Da drüben, der Wagen. Ist im Heim. Den hol ich mir. Holt euch das Fahrzeug. Lisa, du fährst. Was? Fahr. Okay. Schießt auf den Wagen. Er springt nicht an. Jetzt darf ich. Los jetzt, Jason. Ich bin auch schon mal bei. Und. Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? Cool, Granatwerfer. Mit unbegrenzten Munition. Das finde ich geil. Hi! Was ist da hinten los? Verkehrsberuhigung! Verkehrsberuhigung! Ich kann das nicht! Ist klar! Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon! Verkehrsberuhigung! Die schießen auf uns! Was machst du denn? Du schießt auf sie, Jason! Na klar! Mag Feuerwerk! Nicht so ruckartig! Du bist keine Hilfe! Geradeaus! Ich schieße immer daneben! Tust du gar nicht! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Die kommen doch nicht mal zum Schießen, da sind sie schon platt. Hände auf 10 vor 2, 10 vor 2! Dann fahr du doch! So macht das doch Spaß. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller, schneller! Keine Straße, geht nicht! Sag wer? Die Bullen? Nein, nein, lad nach! Jetzt schieß! Ah, Glück gehabt! Wieso ist der Motor aus? Nein, abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Flackern welches hier Pedal ist das? Oh. Oh. Lisa! Welches Pedal ist das? Meine Güte! Habe ich meine Pumpgun? Ich habe meine Pumpgun. Oh, das sind Grafikbugs. Alles klar, ich hab's jetzt! Los, los, los! Serpentine! Serpentine! Ich hab unendlich Muni für die Schrotflinte. Ist ja geil.
Gib Gas, Mädel. Wir hängen sie ab. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller. Geil, diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Großartig. Oh, hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy? Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Das finde ich ziemlich geil. Das ist ziemlich geil gemacht. Sie sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Ach, du folgst mir. Ich habe das letzte Mal gar nicht gemerkt, dass die mir gefolgt ist. Ich dachte, die... Du bist echt verdammt schnell, Mädel. Ich dachte, ja, die wäre schon in der Höhle oder so. Die nämlich hier ist. Lisa? Daisy! Du hast es geschafft! Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay. Genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskorb für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Das wird ja spannend. Schöner Fund. Komm, oh, seht ja. Dir an. So gefällt mir das, wenn wir vorankommen. Vorankommen ist immer gut. Jetzt haben wir auch schon Vars hier drin und Lisa Snow, unsere Freundin und neue Waffen, der Granatwerfer. Der ganz geil ist. Und wir können jetzt Tiefseeforscher haben. Was ich sehr geil finde, die Anleitung, weil damit können wir... Ich glaube, mit dem Spritzenteil, was wir jetzt schon haben... 45 Sekunden oder so unbegrenzt unter Wasser, also 45 Sekunden lang tauchen, so lange wie wir Lust haben. Und 45 Sekunden, das ist einiges. Ah, hier ist nichts weiter schön. Gut, dafür brauchen wir allerdings blaue Pflanzen und na gut, die wachsen aber auch überall, muss man sagen. Also das bisschen aus dem Hotel und so kannte hey, ich noch aus dem Let's Play, deswegen. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Na, ja, finde ich auch. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du doch mal mit Lisa, bevor du gehst. Keine schlechte Idee. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot.
Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Ja, küss sie halt nicht. Sei vorsichtig. Ist ja nicht einfach mal so einfach. Ist ja nicht zufällig deine Freundin, nein. Was gibt's hier denn eigentlich noch? Was blinkt hier denn noch? Oh, Pilze. Eat me. Eat me. Okay, dann esse ich dich eben. Nom, 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 nom. Die Roten. Die Roten sollen ja besonders gut sein. Wow. Nur einhändige Waffen können an Seilrutschen benutzt werden. Okay. Jo, aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Das war Colby, bitte. Das war das Beste. Er hatte sie verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Siegmann bringt mich echt ins Grüne. Ja, klar. Was? Und du das nächste Gras. Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Hey, du Sack, ich bezahle die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Bier? Na gut, ich geb dir Geld. Ja, gib mir das okay, Geld. Okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Kohle! Nee, danke, Schatz. Was ist denn los? Okay, wir können uns frei bewegen. Cool. Komm ich hier durch? Ne, hier sind unsichtbare Wände. Schade eigentlich. Das ist doch nice. Warum nicht? Ja, in dieser Bar zu arbeiten, damit hätte ich auch kein Problem. Ich finde die Disco jetzt irgendwie ziemlich geil eingerichtet. Mit diesen Leuchteffekten und so, also ich finde das nice. Vergiss Bier! Was trinkt man hier in Bangkok? Den Mai Tai. Vergiss es! Ich nehme Sambuca, Schatz! 6-7! Frauenprobleme? Oh, sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirb's dir nicht mit ihr. Ich bin kurze! Also das! Genau das brauche ich jetzt. Dann rein mit den Kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Moment. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht schlabbern, nicht schlabbern. Schluck, 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 schluck. Danke, geschafft. Baby. Yeah. Oh, shit. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Wo zur Hölle ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Yeah. Da scheint mir die Party abzugehen. Ja, solche Leute kenne ich auch. Auf die Kreditkarte meines Vaters. Aha, das ganz tolle Menschen sind das. Die sind nett, ja, aber naja, ne? Die haben manchmal komische Arten und Ansichten der Welt, die ich nicht teile. Zur Hölle bin ich eigentlich jetzt hier hinten hingekommen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, das war doch ganz erfolgreich. Schade. Ich würde das gerne nochmal essen. Das wäre doch cool. Oh yeah. Raus aus der Höhle. Und rein ins Vergnügen. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen Zeug verkaufen. Das wir so gefarmt haben. Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Bars hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die... Das muss ich kurz unterbrechen. Die haben wir neu. 400. Nice. Doch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Bars. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes.
Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Also gut, würde ich aber auch sagen. Wie Kohle haben wir jetzt eigentlich? Ach, knapp. Ja, das würde ich auch gerne wissen, wo du reingeraten bist. Oder wo ich reingeraten bin, eher. Auf jeden Fall, wie ich schon sagte, zack. Wir wollen noch ein bisschen auskundschaften. Ja, diese Kreise auf der Karte habe ich die ganze Zeit noch gar nicht erklärt. Meine Güte, wahrscheinlich muss ich es in irgendwelchen Kommentaren beantworten. Na, das macht auch nichts. Hier, diese verschollene Expedition. Davon gibt es noch ein paar mehr auf der Karte hier, sowas. Das sind die Spezialquests, die man durch die Limited Edition bekommt, die jetzt halt 55 Euro bei Amazon kostet. Es gibt keine andere Version. Noch nicht. Und da sind dann halt 40 Minuten extra Quests dabei. Die werden wir auch noch erledigen. Da freue ich mich schon drauf. Was wir aber noch machen könnten, wenn wir uns schon hinporten, wenigstens Munition auffüllen. Das habe ich natürlich komplett vergessen, wie immer. Leider. Komm her mit der guten Muni. Oh, nur 32. Ja, nur ein bisschen rote Munition. Alles klärchen. Na, es hat sich ja gelohnt. 2-3 Schuss. Wie viel waren es? 4? Ich habe schon wieder hier neue Fertigkeiten. Ne? Handbuch ist noch was übrig geblieben. Bevölkerung, Herstellung, Bogen. Ich kann jetzt Spezialpfeile herstellen. Jetzt brauche ich nur noch Molotow-Cocktails. Ach, genau. Das ist das Komische an diesem Spiel. Ich habe auch keine Granaten. Sobald die auf Null sind oder so, oder nach dieser Mission, das war auch im Let's Play so, sind die irgendwie weg gewesen. Man muss sie selber nachkaufen. Das heißt, jetzt kann ich hier Granaten kaufen und Molotow-Cocktail kaufen. Dann kann ich die erst auffüllen. Total eigenartig, aber so ist es eben. Feuerpfeile mache ich mir nicht. Jetzt zumindest. Die zeige ich euch aber auf jeden Fall noch. Aber die sind eben ziemlich unwirksam. Also die haben nicht so viel Power, wie man jetzt denkt. Leider. Wie viel haben wir? Ah, 600 Meter, geht doch. Okay, der ist tot. Zum Glück, aber das ist total unlogisch, aber unrealistisch ein bisschen, leider. Aber noch lange nicht so schlimm wie Far Cry 2. Da hat man teilweise sein Auto geparkt und ein Zebra ist gegen das parkende Auto gerannt und dadurch gestorben. Ja, das meint die ernsthaft so. Ich habe mich teilweise zu Tode gelacht, wie bescheuert das war. Hier will ich euch noch was zeigen, denn hier ist eine Höhle. Und diese Steinplatten, wenn ihr es selber spielen solltet oder so, die gehen nur mit Schrotflinten kaputt. Was anderes hilft da nicht. Direkt volles Rohr drauf, dann passt das. Wollen wir mal hier hochklettern. So. Alter, was geht hier gerade ab? Wir haben noch ein Relikt bekommen. Das vierte. Ich klette jetzt die Leiter wieder runter. Au! Oh, es hat noch. Man kann sich wieder an der Leiter festhalten, oder? Oh, hab ich ein Glück gehabt. Weil ich ja zu dem Ziel möchte. Und wenn ich da oben aus der Höhle komme, habe ich eigentlich einen Umweg gemacht. Und das wäre dann blöd. Da viele Relikte auch einfach auf der Karte angezeigt werden, werde ich mir bald 5 bis 10 oder so holen. Und dann auch von den Speicherkarten, von allem Möglichen, was halt so angezeigt wird. Und dann können wir uns schöne, geile Waffen holen. Die eigentlich vollkommen overpowered sind. Also das meine ich ernsthaft. Da kann man sich eine MP holen, da kann ich jetzt schon sagen, dass es eine MP ist. Die ist hammermäßig. Die will ich unbedingt haben. Die ist total krass geil.
Aber viel zu stark. Meiner Meinung nach. Also, da verliert das Spiel dann, also auf Mittel zu spielen, irgendwie seinen Reiz. Auf Schwer wird die auch bestimmt saustark sein, aber ich meine halt nur. Muss sie ja selbst wissen. Mal Schildkröten. Oh, jetzt ist er weg. Riesenschildkröne. Ach, hier war der Stützpunkt. Wenn jetzt Verstärkung kommt, okay. Anscheinend wird das doch nicht zurückgesetzt. Wir sind in einer halben Minute da. Schade eigentlich. Ist ja blöd. Warum hatte ich das denn mal, dass es zurückgesetzt wurde bei einem Stützpunkt? Wir kommen von Osten rein. Okay. Kommt ihr mal von Osten. Es werden hier gleich richtig, richtig viele sein. Ja, ihr freut euch, ich merk schon. Ja, spiel nur mit mir, solange du noch kannst. Mach ich auch. Nein! Was ist passiert? Au! 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 Ich sterbe! Alter! Was geht hier bitte gerade ab? Ja, lecker! Mmh. Oh, du bist so pervers, Jason. Gott, bist du ekelhaft. Lass mal drauf gehen. Ja, nochmal die Szene. Lecker. Ich stehe da nicht drauf, Jason. Fresst Molles. Mir ist auch egal. Matsch. So, wenigstens 500 Erfahrungspunkte und der Stützpunkt gehört uns. Wenigstens etwas. Ging leider nicht anders. Blöd gelaufen, aber naja, okay. Naja, okay. Spritzen werde ich ganz sicherlich nicht kaufen, weil die kosten 100 oder so. Was ich völlig überteuert finde. Munition ist eine andere Sache. Munition ist was ganz anderes. Okay, auf die Tür. Letten ihn. Machen wir wenigstens ein. Schnell verkauft. Schade, hat nicht viel gebracht. Das kostet die Munition mehr. Die kostet bestimmt 500 jetzt oder so. Ah, 200. Doch nicht so viel verbraten, wie ich dachte. Okay. Es gibt immer noch was zu tun. Bitte kümmere dich um die Jobs hier an den Aushangshafen. Ich möchte aber gerade keine Mission hiervon machen, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber der Punkt gehört wenigstens uns. Hier gibt es noch 2, 3 Punkte. Himmel. Haben wir gar nichts gemacht. Dann wollen wir mal vom Mamanaki-Dorf runter. Und uns die auch noch schnappen. Die wollen wir nämlich auch noch haben. Da muss ich hin.
Das ist aber keine Spezialmission, ne? Ne, sonst würde da Rare drüber stehen in so einer roten Schrift. Zack, rein da und ab geht die Fahrt. 9 Kilometer schaffen wir doch. Ah, die Aufnahme wird so gigantisch sein. Ich nehme seit 4,5 Stunden auf. Alter, was geht? Viel zu viel, zu viel, zu viel. Ich mache 5 Stunden aber noch voll. Jetzt sage ich euch. What the fuck? Wenn der Wagen jetzt explodiert, ist es unrealistisch. Nee, das Spiel ist realistisch. Cool. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass es so realistisch ist. Sind hier keine Grünen? Doch, da ist Grün. Oh Gott, da habe ich schon Sniper gesehen. Ihr seht mich alle nicht. Ah, hier ist noch mehr Grünzeug. Wunderbar. Das muss ich mal eben ernten gehen. Ich brauche ein paar mehr Tränke. Ich nenne das jetzt Tränke. Ich bin so an MMOs gewöhnt. Oder überhaupt an RPGs gewöhnt, besser gesagt. Da sagt man dazu einfach Tränke. Okay. Reinpfeifen, das letzte. Und herstellen, ja. Elfenbesitz. Nein, ich möchte das nicht benutzen. Ich müsste nur herstellen. Ja, komm, 6 Live-Pots. Das muss reichen. Plop, plop. Plop, plop. Plop, plop. Okay, wenn ich den Tiger freilasse, dann macht der ordentlich Damage da drin. Dann kannst du sogar... Ich habe keine Sniper mehr, stattdessen habe ich die Pistole. Spiele, ich hasse dich. Weißt du das eigentlich, dass ich dich so sehr hasse? Das ist mir schon mal... Ne, mir ist das gar nicht passiert. Warum kommt mir das so bekannt vor? Ach, bestimmt von einem Typen aus dem Internet. Wenn man das intensiv guckt, dann... und das gut gemacht ist und man halt voll dabei ist, dann kommt ihm das so vor, als hätte man das selber... Meine Fresse, ey. Ich will nicht die Scheißpistole, was soll ich mit einer Kackpistole, ey? Ja, mach ich. Ich mach die Funktürme. Ich frag mich, ob die den Satz immer noch sagt, wenn man alle Funktürme online gebracht hat. Jetzt haben wir wenigstens unsere Snipper wieder. Das ist doch was. Und coole Musik. Ich bin irgendwie an Hawaii. So an so. Wie das immer dargestellt wird, sag ich mal. Wie schnell die Meter da unten schwinden. Nein, diesmal fahren wir nicht ins Wasser. Ausnahmsweise nicht. Regnet das auch noch? Pass auf. Stifte Unruhe. Was? Na toll. Was du denn? Hallo? Überleb mal gerade nicht so viel, bitte. Danke. Hat er gerade echt einen Sniper-Schuss im Kopf überlegt? Ist das normal? Dass man aus der Entfernung einen Sniper-Schuss im Kopf überleben kann? Also, ich sehe das nicht als normal, aber... Und
Wunderbar. Brauchten wir nicht noch Tiger? Wenn nicht, dann haben wir trotzdem was übrig. Okay, den Sniper auszuschalten hat ja schon mal gar nichts gebracht. Das ist natürlich hervorragend. Das waren garantiert auch nicht alle Gegner hier. Sondern nicht nur vier Gegner in einem Camp. Ich sehe nur die andere Hälfte nicht. So. Wir wollen euch alle schön down kriegen. Ohne dass jemand was mitbekommt. Möglichst mit Kopfschüssen. Wir haben das Camp. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Schön viel Erfahrungspunkte. Der damit. Ja. Also wenn euch das zu langweilig ist, dass ich das im Snipe-Modus mache, weil es dann halt alles weniger actionreich ist, müsst ihr mir das auch sagen. Ich stehe da drauf extrem. Alles so... Ich finde das spannender, wenn man... erwischt werden kann und es dann scheiße ist, wenn man erwischt wird, dann ist irgendwie mehr Spannung drin. Das finde ich irgendwie cooler. Aber wie gesagt, ich möchte hier nicht unbedingt irgendwas. Ich möchte, dass ihr das selbst entscheiden könnt. Auch der Typ ist schon leider wieder despawned. Schade. Früher war es so schön hier. Ich hoffe, es sind keine Stocker drin oder sonst irgendwas. Ach so. Hä? Ach, damit kann ich interagieren, obwohl das da drüben ist. Interessant. Da unten Munition rum. Schnell verkaufen meins. Schnell Munition kaufen. Okay. Ich glaube, was jetzt kommt an Jagdmissionen. Habe ich im Internet stand irgendwas, dass es ziemlich kranke Jagdmissionen gibt. Aber wir haben nur eine Rare-Jagdmission. Jagdmission. Vor allem, ja, goldenen Tiger. Okay. Den goldenen Tiger. Den kriegen wir. Aber den goldenen Tiger kriegen wir erst in der nächsten Folge. Denn hier mache ich meinen Schnitt. So. Habt ihr jetzt davon, dass ihr mir zuguckt? Nee, Spaß. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, Zeit, was auch immer. Zockt, wie ihr Bock habt. Ihr kennt mich, ich bin euer Caplex. Und das war Far Cry 3.